Hallöchen YouTube, da sind wir wieder. Ab geht's. Rin. Rin in nächstbesten Kampf und rin in nächstbesten Follower. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich kann ja mal, wer hat denn? Danke an Coilium, danke an Grand Slam Alex und danke an The Real Name, alles klar. Danke fürs Volloffen. Ich habe mich am Wochenende wieder volloffen lassen. Hallo, Sichlor, ich möchte in Gewalt gehen. Ich würde eine Katze empfehlen. Ich finde Aquarien halt mega entspannt und ich liebe Fische, Unterwasserwelten an sich. Finde ich großartig. Ja, müssen wir da irgendwie boosten? Ich denke ja fast nicht. Calamanero. Habe ich eigentlich Herzschuppen? Ich überlege gerade, ob ich Herzschuppen habe. Ich habe Subnautica tatsächlich noch nicht gespielt, aber ich weiß, was Subnautica ist. Und es reizt mich sehr, dieses Spiel zu spielen. Ist ja Wumpe, ist ja eh doppelt effektiv. Also können wir hier eigentlich auch, wenn es ein physischer Angriff ist, mit der Kreuzschere zu Rande gehen. Das sollte reichen. Ja, das war noch ein Crit. LP oder privat spielen? Ich weiß es noch nicht, tatsächlich. Ich weiß es noch nicht. Ach so, da war er nur auf der anderen Seite, alles klar. Hier können wir uns eine Abkürzung zusammenschieben. Hallo? Hallo? Okay. Ein Lamelux. Ach, kommt bestimmt so eine Scheiße wie Schlafpuder. Beziehungsweise kann Lamelux nicht sogar Pilzspore? Lamelux kann Pilzspore, ne? Wir gehen trotzdem mal in Amphira. Gut. Ja, natürlich. Natürlich. Eat this. Ist nicht sogar Pflanze Fee, Lamelux? Ich glaube, ne? Ich glaube schon. Blüm. Pixie, wir bleiben drin, auch wenn unser Spezialangriff gesenkt ist. Könnten wir mit der Matschbombe dezent guten Schaden machen? So, wir schleichen mal hier runter. Ich glaube, hier gibt's auch eine TM oder sowas. Dumm.
Ich habe Subnautica schon durch, würde es auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich habe auch schon sehr, sehr viel Subnautica-Content geschaut. Insofern bin ich da, würde ich da alles andere als blind reingehen in die ganze Geschichte. Schauen wir mal. Okami HD, nee, habe ja, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass Okami, ich habe Okami auf der Wii gespielt und das war irgendwie nicht ganz so mein Fall. Video Clownwetzen einmal. Ich habe halt echt, das mache ich nicht, weil ich die Angriffssteigerung brauche, sondern weil ich die Genauigkeitssteigerung brauche. Weil ich habe keinen Bock, dass Turmkick daneben geht und die Wahrscheinlichkeit ist so nur 1%. Ich hoffe, du hast dich noch nicht zu viel Story gespoilert. Ja, doch. Ich glaube schon. Viscogon. Viscogon. Ist das kleine Schleimviech noch Drache only? Oder noch gar nicht Drache? Ich weiß gerade gar nicht. Ach, Viscogon ist ja schon... Ich hab's gerade mit Viscora verwechselt. Alles klar, Drachenpuls und Zap-Zarab. Der sollte allerdings... Ich hoffe, er macht halben Schaden. Macht er nicht. Der Nassschweif macht mehr als halben Schaden. Okay. Vielleicht triggern wir ja noch einen Nassschweif, weil wir mit Amphira noch drin geblieben sind, kurz. Oder weil Amphira noch da war und vielleicht... Ja, sehr schön. Das hat ganz schön offensive Power, Viscogon. Also es ist dafür, dass es eigentlich ein sehr defensives Pokémon ist, hat es aber auch offensiv echt was drauf. Also es ist eigentlich das prädestinierte oder eines der prädestiniertesten Assault Vest User, finde ich zumindest. Also hier, wie heißt es denn? Offensivweste. Ich möchte ein paar Übertränke einsetzen auf Dampfira. Komm, was soll der Geiz? Zweifel kaufen wir neu nach. Da kennen wir doch nichts. Kohle ist genug da. Wir sind ja... Wie viele Part ist das? Wir sind ja 59 Folgen lang durch die Lande gezogen und haben... Und haben uns eine goldene Nase verdient quasi. Können wir jetzt mal ordentlich auf den Kopf hauen, ne? Genau, eine TM. Der Gifthieb. Ja. Ich glaube nicht, dass... der irgendwie irgendwo brauchbar wäre. Gewalter. Aber da möchte ich ganz ehrlich den Clownwetzer und den Ruheort drauf lassen. Da sind wir eigentlich mit Turmkick und der Aeroast. Das ist eigentlich schon ganz gut. Wobei ich mich ernsthaft gerade frage, ob wir den Ruheort wirklich brauchen. Auf der anderen Seite frage ich mich, brauchen wir wirklich den Gifthieb auf Gewalter? So, hier können wir uns mal kurz eine Abkürzung zurechtschieben. Und dann müssen wir sowieso erstmal hier gucken, ob hier ein Item liegt. Arbeit der Jacek. Ein Relikant. Da bin ich ja mit Rolf mal tatsächlich ganz zufrieden als Lied.
So. Moment, na doch, ist richtig. Ich wollte gerade sagen, hä, aber woanders hin können wir das Ding gar nicht schieben. This is not possible. Is this a possibility? Achso, jetzt haben wir hier quasi, ja. Ich merke schon. Ach, dass man jetzt gefragt wird beim Schutz, das war... Wann haben sie es eingeführt? Mit Schwarz-Weiß oder mit Schwarz-Weiß 2? Auf jeden Fall, egal wann, es war mit die beste Neuerung, die sie überhaupt jemals eingeführt haben. Jetzt laufe ich hier schon wieder lang. Warum? Jetzt sind wir, glaube ich, schon fast wieder draußen, ne? Jetzt kommen hier nicht jetzt noch zwei Kampftrainers. Was ist denn hier? Achso. Ein Weg ohne Gras. Ey, hier kommt eine ganze... Sind das alles Doppelkämpfe? Ich möchte Gewalter nach vorne packen. Gegen Kampf sind wir gar nicht mal so gut aufgestellt. Cole können wir eigentlich mal, ne? Ich glaube, das sind zwei Doppelkämpfe. Da kannst du hier ist ja. Kannst du ja nicht mehr einzeln triggern. Das geht ja nicht mehr. Takahiro und. Jetzt habe ich den zweiten Namen nicht gelesen. Takahiro und Yahiko. Ist klar. Ja, geil. Es leckt zum Glück nicht, das ist toll. Die Klauenwetzen einmal. Ja, natürlich mit Aufgewalter. Und hier machen wir bitte einmal die Psychoklinge. Dass wir mal den Fu schon mal wegräumen. So, Costoso, was tust du? Irgendwas auf Gewalter vielleicht? Yay, Cole, level up. Fuchtler, ouch. Step Fuchtler. Machomai. Ich hoffe, der Turmkick reicht, aber ich glaube ja. Costoso hat ja die Fähigkeit, dass. Wie mal das physische Attacken oder Attacken, die beim Angriff ja eine Berührung quasi haben, dass die um 50% geschwächt sind. Ich hätte Costoso sicherheitshalber auch. Okay, doppelt targeten können, aber habe ich nicht gemacht. Yo, weggecrittet. Ah, ich mag die Scope-Linse mit den Attacken, die eh schon eine erhöhte Crit-Chance haben. Das ist schon eine ganz nice Kombi. Auf Calamanero, da kann man mal machen. Haben wir viel abgekriegt, Jan? Ich glaube, mit Cole schon so ein bisschen. Wir heilen den guten Cole mal eben. Hallo. Hm.
Clownwetzen wieder einmal. Nein, nächsten Nachthieb. Psychoklinge auf Resladero. Oh, Himmelsfeger, alles klar. Tschüss. Ich frage mich, wie lange die geübt haben, bis das so synchron funktioniert und wie viele Zwillinge es dort gibt. Ja, das ist, die haben sich das abgeguckt bei Dragon Ball. Die haben das wochenlang geübt, monatelang. Autsch. Meine Güte. Pandagro. Müssen wir Pandagro mit dem Turmkick weghauen. Kravell mit der Psychoklinge. Denn die bringt gegen Pandagro nix. Hoffentlich reicht das für Kravell, aber ich denke doch. Ist jetzt nicht das bulkigste Mon. Und wir critten. Heute ist Cole doch sehr gut zu Crits aufgelegt. Das finde ich schön. Da hatten wir schon Streams, wo es anders war. So, jetzt sind wir hier durch. Jetzt sind wir, glaube ich, auch komplett durch. Ja, und hier habe ich schon gedacht, oh, nee, kacke, oh, kein Bock. Aber man kann an Necrozma einfach vorbeilaufen. Man muss ihn nicht mit Necrozma anlegen. Man kann es da liegen lassen. Was ich eigentlich ganz schön finde, erneut ein, wir setzen noch einmal ein. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwie irgendwo langkommen, wo wir es brauchen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass das so gemacht ist, weil viele wollen halt diese Pokémon, die nur einmal vorkommen, irgendwie dann doch mit einem entsprechenden Wesen fangen, damit man es kompetitiv nutzen kann. Da finde ich das schon ganz cool, dass man es hier nicht bekämpfen muss. Wir heilen nochmal eben. So. Hallo. Ich glaube, ich werde offscreen. Ich werde mal gucken, ob wir irgendwelchen Pokémon noch coole Attacken beibringen können. Wir begegnen ja im Pokémon Center gleich der Attackenhelferin. Und man kann ja, ist das seit dieser Generation so? Ich glaube ja, dass die den Pokémon auch Attacken beibringen können, die sie erst auf höherem Level erlernen würden. Insofern werde ich mir da mal ein paar Herzschuppen kaufen. Haha. Steinhagel auf Velsa ist für Emolga halt OP. Ansonsten kann Emolga so ultra nervig sein. Dieses Mon hat so wenig... Hat, glaube ich, tatsächlich nur Gestein als Schwäche. Ich glaube, ja. So, Elektroflug, ne? Ja. Ja, und hat, glaube ich, Schwebe als Fähigkeit. Nee, gar nicht. Hat's gar nicht. Hat's gar nicht. Brauch's ja auch nicht, weil Flug-Pokémon sowieso Immunität gegen Bodenattacken haben. Also wozu bräuchte es dann Schwebe? Das wäre wohl mit das Nutzloseste, was man machen könnte. Da darf Amphira mal ran.
Es hagelt. Das ist aber relativ wurscht, denn das sollte eigentlich relativ schnell vorbei sein. Traunmagie. Dann mach mal Cole. Traunmagie sieht auch cool aus, oder? Oder? Heuler! Ernsthaft, Heuler? Also danke! Danke für den Heuler! Das hat sogar ohne Crit gereicht jetzt durch den Angriffsboost. Cole erreicht Level 60! Ein Doppelkämpfchen noch. Ich glaube, das ist aber dann tatsächlich das letzte. Das letzte Kampf. Das letzte Doppelkampf. Das letzte Kämpfchen. So ist es dann schon wieder richtig. Machst du nix? Bärbel, vielleicht triggern wir eine Elektroattacke von Donarion irgendwie. Geh mal in Bärbel. Kurt. Kurt kann halt auch nichts machen, ne? Ah, wobei Donarion könnten. Ah, wir gehen mal in Amphira. Ich hoffe mal, dass das irgendwie alles passt. Blizzard. Autsch. Oh. Ich dachte gerade, es geht auf Bärbel. Hätte es ein bisschen mehr wehgetan. Der Steinhagel daneben, pass auf. Yay. Hat er überlebt. Agilität. Das, mein Lieber. Oh, Despotar, holy shit. Sandsturm. Ich möchte. Was möchte ich eigentlich? Ich möchte mit Bärbel vielleicht mal Despotar weghauen. Damit kann man machen. Fahren aber nochmal richtig auf, die beiden. Schon nicht ohne so ein Despotar. Und ich sitze schon wieder halb auf dem Fußboden. Scheiße. Das war's für ein Vierer.
Ja, geil. Jetzt am Vierer tot. Toll. Das ist große Kacke. Und Rolf ist ja noch nicht mal ein Flug-Pokémon, aber es tut nicht sehr weh, so ein Erdbeben. Fostelka Schwebe? Nee, ne? Ich glaube nicht. Rolf, du kannst eigentlich mal... Ich habe keine Ahnung, wer schneller ist. Oh, die Schattenfessel. Wenn Bärbel schneller ist, ja, dann ist Despotar tot. Deswegen habe ich jetzt keine Laubklinge gemacht, weil Fostelka die besser wegsteckt als oder besser wegstecken sollte als eine Schattenfessel. Gyroball, ouch. Was geht aber? Cesurio. Wir holen mal Gewalter rein. Der sollte mit Cesurio eigentlich kurz einen Prozess machen. Riskiere ich jetzt den Turmkick ohne Klauenwetzer, weil irgendwie habe ich keinen Bock, noch eine Runde zu verballern. Und ich glaube, von dem Blondchen hier links kommt jetzt nichts mehr. Rolf versucht, Ränkeschmied zu lernen. Nee, wollen wir nicht. Noris Knofun. Beides nicht allzu viel. Ist mir aber gerade egal. Wenn der Turmkick trifft, ist das sowieso hinfällig. Und er trifft. Den Meister und den Schüler besiegt. Ja, da war Despotar war jetzt schon so das fast das mächtigste Pokémon, sage ich mal, was wir hier gesehen haben. Huch. Vorbeigelaufen. Es hat jetzt doch noch länger gedauert, als ich dachte. Aber ich wollte das noch durchhaben hier. Okay, ich werde heilen, werde offscreen kurz gucken, was wir unseren Pokémon eventuell noch an coolen Attacken beibringen können. Und wenn da was dabei ist, dann hole ich Herzschuppen und dann sehen wir uns auf jeden Fall hier in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was... Triggern wir hier eine Cutscene? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann drücke ich hoffentlich rechtzeitig den Aufnahmeknopf. Bis hier sage ich auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.